Der Mensch hat das Potenzial, in die höchsten Stufen von Jannah zu gelangen. Aber auch das Potenzial, um in den tiefsten Stufen Jahannams zu landen. Man kann sich dafür entscheiden, ein Leben zu führen, bei dem man darauf bedacht ist, die Grenzen Allahs einzuhalten und sich von der Taqwa ihm gegenüber leiten zu lassen. Oder man entscheidet sich dafür, seine Richtlinien und Grenzen zu ignorieren und über jedes Maß hinaus ungehorsam zu sein. Niemals werden wir sündenfrei sein oder die perfekte Taqwa haben, aber dies wird auch nicht von uns erwartet. Allah subhanahu wa ta'ala will von uns Anstrengungen sehen. Anstrengung darin, den Islam in allen Bereichen auf die beste Weise zu leben. Es darf keine Zeit in unserem Leben vergehen, in der wir nicht versuchen, an etwas zu arbeiten. Ob es das Unterlassen einer bestimmten Sünde ist, das Vollziehen von guten Handlungen, schlechte Angewohnheiten abzulegen und gute aufzubauen und beizubehalten. Jeden Tag und unser gesamtes Leben über führen wir einen Kampf. Wir entscheiden uns dazu, eine Sache zu tun oder sie zu unterlassen. Viele dieser Entscheidungen bewegen sich zwischen dem, was wir tun sollten und müssen, und dem, was wir begehren und worauf wir Lust haben. Es ist ein Ringen zwischen unserem Verstand und unseren Begierden. Ein Ringen zwischen dem, wovon wir wissen, dass wir es tun sollten, und dem, worauf wir Lust haben. Abu Darda radiallahu anh sagte dazu sinngemäß Folgendes: Wenn eine Person aufsteht, kommen sein Verstand und seine Begierden zusammen. Wenn sein Verstand seinen Begierden folgt, wird es ein furchtbarer Tag. Aber wenn seine Begierden seinem Verstand folgen, wird es ein guter Tag. Wir alle kennen es doch, wenn wir für die Schule, die Uni oder anderweitig lernen müssen, stattdessen aber eine Serie gucken oder uns auf YouTube Videos anschauen. Statt das zu machen, von dem wir wissen, dass wir es sollten, folgen wir unseren Begierden. Dabei fühlen wir uns auch nicht gut, sondern verspüren ein Gefühl der Reue. Andersrum verspürt man nie Reue, wenn man das Richtige macht. Ähnlich ist es auch, wenn man keine Lust hat, zum Sport zu gehen, sich aber trotzdem dazu zwingt. Jedes Mal fühlt man sich danach gut, obwohl man vorher gar keine Lust darauf hatte. Wann hast du dich zuletzt gut gefühlt, wenn du eine Serie geguckt hast, statt ein Buch zu lesen? Wann hast du dich zuletzt gut gefühlt, wenn du deinen Wecker ausgeschaltet hast und das Fajr-Gebet ausgelassen hast? Wann hast du dich zuletzt gut gefühlt, wenn du einen verbotenen Blick getätigt, etwas Schlimmeres gesagt oder eine Pflicht unterlassen hast? Sicherlich nie, und das auch zu Recht. Seinen Begierden nachzugeben, anstatt seinen Verstand zu benutzen, durch den man erfährt, was Allah von uns will, bringt nichts als Unheil und Zerstörung. Der Mensch erniedrigt sich dadurch nur selbst. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Was meinst du wohl zu einem, der sich seine Neigung zu seinem Gott nimmt? Würdest du denn Sachwalter über ihn sein können? Oder meinst du, dass die meisten von ihnen hören oder begreifen? Sie sind doch nur wie das Vieh. Aber nein, sie irren noch weiter vom Weg ab. Manche Menschen sind wahrhaftige Beispiele für diese Ayah. Ihr Leben dreht sich nur um ihre Begierden, ihre Neigungen und ihre Gelüste. Diese geben den Ton an und ihrem Verstand bleibt nichts anderes, als ihnen zu folgen. Der Verstand solcher Personen scheint manchmal ausgeschaltet zu sein. Doch dies ist nicht immer der Fall. Manchmal verliert der Verstand einfach den Kampf gegen die Begierden. Während man weiß, was man eigentlich tun sollte, schafft man es nicht, sich von den Ketten der Begierden zu befreien. Und diese Realität ist wahrscheinlich jedem Einzelnen von uns bekannt. Während wir unsere Begierden manchmal im Griff haben, überkommen sie uns vielleicht an anderen Tagen. Während wir Iman an Allah haben und versuchen, ihn zu fürchten, begehen wir trotzdem Sünden. Der Kampf, der sich zwischen dem Verstand und den Begierden abspielt, ist keiner, den man mit Leichtigkeit gewinnen wird. Selbst wenn man den Kampf am Ende gewinnen sollte, so kann es sein, dass man immer wieder kleine Auseinandersetzungen verliert. Die Anstrengungen, die Mühe und auch der Erfolg, den wir letztendlich dabei haben, unsere Begierden zu kontrollieren und zu bezwingen, können unser Schlüssel zum Paradies sein. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Was aber jemanden angeht, der den Stand seines Herrn gefürchtet und seiner Seele die bösen Neigungen untersagt hat, so wird der Paradiesgarten ihm Zufluchtsort sein. Dieser Prozess kann manchmal energieraubend, anstrengend und schwierig sein. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns in dieser Ayah, dass der Lohn dafür das Paradies ist
und dafür lohnen sich jegliche Mühen und Anstrengungen. Das Ablegen von schlechten Gewohnheiten und Eigenschaften, das Unterlassen von Sünden, während man sich schrittweise neue gute Eigenschaften aneignet, ist ein Prozess, der bis zum Lebensende anhalten wird. Doch es gibt keinen Weg, der daran vorbeiführt. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Das Paradies ist umgeben von Schwierigkeiten und das Feuer ist umgeben von Begierden. Seinen Begierden zu folgen ist leicht, doch sowohl im Diesseits als auch im Jenseits wird man diese Entscheidung zu spüren bekommen. Wenn man seine Begierden jedoch kontrolliert, kann es mit Schmerzen verbunden sein, wie ein Seil, das an den Händen reibt, sobald es daran abrutscht. Doch dieser Schmerz wird irgendwann vergehen, die Narben werden heilen und jede Sekunde wird sich lohnen.